Herzlich willkommen zu einem Special angesichts der AMD 11 hier bei Messe Live TV. AMD 11, Audiovisual Media Days, Web-TV und Video steht hier im Mittelpunkt. Branchenexperten diskutieren hier über die zukünftige Verbreitung von Bewegtbild. Und zum Gespräch begrüße ich nun Andreas Gall. Er ist Geschäftsführer von Red Bull Media House. Herr Gall, wie hat sich aus Ihrer Sicht die Fernsehbranche in den letzten Jahren verändert? Die Digitalisierung, die Vernetzung und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass ich Content heute ganz anders übertragen kann, wie vor 10, 15 Jahren. Der berühmte Begriff Tapeless hat einfach dazu geführt, dass ich über alle Medienkanäle, die in irgendeiner Form vielleicht sogar noch in der Schublade liegen, verbreiten kann. Ich kann Content produzieren in höchster Qualität, ihn runter konvertieren in das kleinste Format, das es überhaupt gibt, vielleicht für mein Mobile oder noch kleiner, für mein iPod oder wie immer. Und ich kann diesen Content für jede Beziehung aufbauen, modifizieren und zur Verfügung stellen. Und das ist auch das Spannende, was in den letzten 3 Jahren auch durch die Social Communities plötzlich spürbar geworden ist, nicht nur durch YouTube, dass man auch plötzlich Content ganz anders verbreiten kann. Als normaler Konsument ist man plötzlich Bestandteil dieses Mediengeschäfts. Und das wollen wir zum Beispiel als Red Bull Media House auch mit fördern. Eine persönliche Frage, Herr Gall. Was hat Sie bewegt, als langjähriger technischer Direktor des ORF dann sozusagen eine private Marke medial mit aufzubauen? Also als erstes, ich trinke Red Bull gern. Das zweite, mich hat schon immer diese Marke fasziniert, weil sie international eine Erfolgsgeschichte ist, aus Österreich heraus. Und der wohl wichtigste Faktor war, es ist ein eigentümergeführtes Unternehmen. Und ich habe viele Jahre jetzt in Gesellschafterversammlungen, Stiftungsräten, Finanzausschüssen verbracht. Und es war für mich einfach auch mal toll, mit einem Eigentümer direkt eine Strategie, eine Taktik, eine Vision umzusetzen, zu erarbeiten und für ihn einfach eine Vision in eine Realisation zu bringen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist tagtäglich auch immer wieder für mich der Effekt, wo ich sage, hey, ich habe den besten Job der Welt. Ja, Sie sprechen schon von Visionen. Lassen Sie uns abschließend noch mal in die Zukunft blicken. Welche Herausforderungen wird es im Bereich Fernsehen in Zukunft geben? Welche Verbreitungswege und Inhalte versprechen den größten Erfolg? Wir reden schon sehr lange drüber, über dieses Everywhere, Anywhere. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich glaube, dass jetzt diese Grenzen nicht mehr gegeben sind. Die Vernetzung wird immer besser. Ich komme nach Hause in einer Qualität, in einer Performance, die auch richtig Spaß macht. Ich kann zu Hause interaktive Dienste anbieten, wo ich vor 3, 4 Jahren noch gesagt habe, das tue ich lieber nicht, sonst wird eher vielleicht mein Ruf angekratzt. Wir haben jetzt die Fundamentarbeiten geschafft für bandlosen Betrieb, für bandlose Produktion. Wir haben alle Qualitätsstufen im Griff. Wir haben fast die Standards auch im Griff, um international zu verbreiten. Also es sind Gott sei Dank nicht mehr so viel wie noch vor 2, 3 Jahren. Und ich glaube, wir haben die Fundamentarbeit gemacht. Und jetzt können wir die Dinge alle umsetzen, wo wir vor 4, 5 Jahren hier in den Veranstaltungen schon immer visioniert haben und darüber nachgedacht haben und dann immer frustriert nach Hause gegangen sind, weil wir gesagt haben, ich würde zwar gerne, aber ich kann noch nicht. Interessante Zeiten, Herr Gall. Vielen Dank erstmal an Sie für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Zuschauer, das war Teil 1 sozusagen der AMD. Viele weitere Branchenexperten diskutieren hier natürlich im Rahmen der Audiovisual Media Days. Und welches die Trends der AMD 11 sind, das sehen Sie im folgenden Bericht. Ob Entertainment im Wohnzimmer, Information unterwegs oder Kommunikation im Büro, kein Weg führt mehr an den Themen Online-Video und Web-TV vorbei. Die Audiovisual Media Days, kurz AMD, nahm sich als die Konferenzmesse für die neuen Medien im deutschsprachigen Raum auch dieses Jahr wieder der Themen an, die mittlerweile auch längst Einzug gehalten haben in der Welt der klassischen TV-Anbieter. Neben dem umfassenden Konferenzprogramm bot die von den Medientagen München ausgerichtete Veranstaltung wie immer auch reichlich Raum fürs Networking und die Präsentation neuer Produkte und Lösungen im Rahmen einer begleitenden Ausstellung im Atrium des HVB-Forums. Der Einladung zur diesjährigen AMD 11 waren über 300 Entscheider, Experten und Multiplikatoren aus der Medien-, Online- und Kommunikationsbranche gefolgt, um dort in zahlreichen Foren, Podiumsdiskussionen und Workshops die Zukunft von Video im Internet zu diskutieren. Zu den Schwerpunktthemen zählten diesmal unter anderem die sogenannten Virals. Das sind kurze Videoclips, die sich fast magisch im Internet verbreiten und auf diese Weise kurzfristig viele Millionen Zuschauer erreichen. Ob und wie Virals zum Marketingerfolg eines Produkts beitragen, darüber sind sich die Experten bislang allerdings nicht ganz einig.
In kleinen Märkten wie eben Apple zum Beispiel, ist gezeigt, oder BMW, da kann man Zielgruppen sich raussortieren und sagen, okay, die treffe ich. Nur die Oma hinterm Sofa, die Kinderüberraschung kaufen oder Kinderschokolade kaufen soll, die mit dem Internet zu treffen, ist schwierig. Und auch die normale Hausfrau, weil die wird nicht im Netz sein. Also man kann Marken machen, man kann Aufmerksamkeit generieren, aber das ist noch immer ein sehr, sehr dünnes Eis, auf dem wir laufen. Und die klassischen Medien, sei es Fernsehen oder auch Print, werden weiter immer noch bedeutend sein und sehr, sehr wichtig sein, wichtiger als das Netz. Einigkeit herrscht hingegen darüber, dass Video das Wachstumssegment Nummer 1 im weltweiten Online-Konsum darstellt. Bewegtbild ist sicherlich einer der ganz großen Treiber für den Webkonsum. Wir sehen bei Yahoo, dass Bewegtbild sich Konsumentenzahlen ständig steigen. Ist auch sicherlich eine unserer Kernstrategien in der Vermarktung. Das heißt, vom statischen Text und Foto bewegt sich das Internet als solches in Richtung Bewegtbild. Und Yahoo treibt es mit eigenen Inhalten. Als einer der großen globalen Medienhäuser sind wir hier aktiv an der Contentproduktion beteiligt. Besonders die etablierten Markenanbieter, speziell aus dem Automobilsektor, haben die Vorzüge von Online-Video als ergänzende Marketingmaßnahme schon länger erkannt und für sich genutzt. Ja, Bewegtbild hat einen sehr wichtiger Bestandteil des Marketings, wird aber zunehmend auch wichtig für den ganzen Vertriebsprozess. Wir setzen Bewegtbild nicht nur in der Kommunikation ein, sondern auch im Kaufanbahnungsprozess, in der Kundenbindung und ganz aktuell auch im Auto selbst. Wir haben eine A1-App entwickelt, mit der Sie über Augmented Reality-Funktionen im Fahrzeug direkt entsprechende Informationen zu den Funktionen Ihres Fahrzeugs bekommen können. Also klare Botschaft, nicht nur Marketing, sondern eigentlich im gesamten Geschäft eine zunehmende Bedeutung. Online-Video hat seinen Weg zum Zuschauer gefunden. Das haben die Gespräche und Aussagen der AMD 11 einmal mehr verdeutlicht. Ob es nun neue Erkenntnisse waren oder einfach nur der familiäre Charakter der Veranstaltung, die Medienbranche findet für gewöhnlich immer einen Grund zu feiern. Und so war dann auch die AMD 11 Party am Abend ein Spiegel für die hoffnungsfroh gestimmte Besucherschar. Für Messe Live TV, Stefan Müller-Artelt. Und soweit unsere Zusammenfassung der AMD 11 hier in München. Bewegtbild befindet sich also in einem stetigen Wandel. Das klassische lineare Fernsehen wird durch neue Angebote, On-Demand-Angebote und Mediatheken ergänzt. Mehr Beiträge rund um die AMD finden Sie auch auf unserer Website messelive.tv und bei amd-conference.com. Das war's von uns für den Moment. Wir verabschieden uns hier aus dem HVB-Forum in München. Vielen Dank fürs Zuschauen.